So, ja. Also doch noch mal eine Runde. Ich habe das Problem da jetzt wohl gelöst. Wie mir scheint. Die Globals If, davon sind die Special-Dateien abhängig und dann geht das auch. Ah, Colonel. Die Konföderation sieht diese Mission als extrem wichtig an. Gibt es einen Grund dafür? Jetzt geht's in die zweite Kurzmission hier. Fangen wir mit der Besprechung an. Ja, Sir. Es sind feindliche Verstärkungen auf dem Weg hierher. Wir müssen also schnell handeln. Ein Truppentransporter hat uns gerade angeflogen. Er wird direkt hinter Ihnen fliegen und die Bodentruppe transportieren, die die Geisel befreien soll. Dank Ihrer Aufklärungsarbeit wissen wir jetzt genau, wohin wir müssen und was uns bevorsteht. Hier ist der Aufenthaltsort der Geisel. Sie müssen dem Truppentransporter Deckung geben. Stellen Sie sicher, dass er heil zurückkommt. Alles klar, Colonel? Selbstverständlich. So, ja, die nächste Kurzmission. Sind Sie vielleicht meine Mutter? Mit ihmchen. Ja, sieh mal an. Lösen und feuern. Jetzt kommt Maniacs Zaubershow. Maniacs Zaubershow. Die Pilotenvideos sind mich auch durch. So wie das sein sollte hier. Mal an. Lösen und feuern. Jetzt kommt Maniacs Zaubershow. Du bist erledigt, Mistkerl! Maniac schlägt wieder zu. So, Shuttle ist auf dem Weg. Und am besten sagt sie gleich Truppentransporter 535, wir haben jetzt das Paket. Und dann geht's ab nach Hause. Ja, er kennt das ziemlich auswendig, weil tausendmal gespielt. Ist halt ein guter Klassiker, den man immer mal wieder reinpackt. Ne? Ja, die Globals.ff. Dadurch ist die Schrift hier unten links in dem Menü. Truppentransporter 535, wir haben jetzt das Paket. Ja, was rein. Wollen Sie uns raus können? Dann weg hier. Mission abgeschlossen. Verkrümeln wir uns. Was bringt mir die schönere Schrift, wenn die Geschichten da dann halt nicht auf Deutsch sind, ne? Dafür. Ja, sieh mal an. Lösen und feuern. Jetzt kommt Maniacs Zaubershow. Haben wir die GOG-Version vernünftig auf Deutsch hier. Ah.
hier. Ah, ich werd. Maniac schlägt wieder zu. In einigen Stunden. Maniac schlägt wieder zu. Zum Zahnarzt müssen. Da kannst du nicht schlafen und da wir dann auch Corona haben, kann man dann morgens auch mal noch spielen. Benötige Landeerlaubnis. Befreiung erfolgreich, Colonel. Wir verlassen gleich das System. Sie dürfen landen. Ja, dann machen wir das. Und ab dafür. Da haben wir den Mist hier hinter uns. Was ist los? Besuch kommt. Captain Hugh Paulson von der dritten Flotte mit Befehlen vom Regionalkommando. Willkommen an Bord, Captain. Das müssen ja wichtige Befehle sein, dass Sie sich persönlich auf den weiten Weg machen. Alle Befehle der Konföderation sind wichtig. Die Lexington soll laut Befehl sofort zum Maser-System fliegen. Dort treffen wir mit der dritten Flotte zusammen. Ich informiere den Navigator. Weihen Sie mich in die Befehle der Konföderation ein? Oh, wir haben eine Menge zu besprechen. Nun denn? Unter vier Augen, Captain. Am besten, wir gehen in meine Privaträume. Auf geht's. Ist ja noch was nicht auf Deutsch. Ach nö. Zweite Kurzmission. Erledigt. Ach wie, schon die Einsatzbesprechung? Nö, das wollte ich jetzt aber nicht. Dann gehen wir erstmal hier oben hin. Colonel, ich habe eine Nachricht von Admiral Polwin, aber ja gut. Was? Biokonvergenz. Wie wär's, wenn Sie Ihren Wissensstand mal etwas auffrischen würden? Sie haben wohl die Weisheit mit Löffeln gefasst. Tja, ich versuche mich zu bilden. Anderen Leuten ist sowas ziemlich egal. Wie auch immer. Jetzt verstehe ich, wieso man die Grenzwelten auf den Kopf gestellt hat, nur um diese Frau zu finden. Mann, diese Frau ist der helle Wahnsinn. Ich dachte, du bist an keiner Frau interessiert, die einen höheren IQ als ein Huhn hat. Au contraire, mon frère. Hä? Das hättet ihr mir nicht zugetraut, was? Maniac wird mit jeder Aufgabe fertig, okay? Heute Nacht werde ich mal meine Kenntnisse über das Periodensystem etwas vertiefen. Bloß kein Neid. Sie glauben wohl, Ihr kürzliches Trauma hat die Frau blind gemacht. Es soll vorkommen, dass man seinem Befreier seine Dankbarkeit zeigen will. Der Kerl ist gut, Colonel. Er ist der Beste. Sie lassen wohl niemals was anbrennen. Das wäre ja auch... Vielen Dank, Maniac. Du gehst unserem jungen Kollegen mit gutem Beispiel voran. Wie gefällt Ihnen der Captain, der an Bord gekommen ist? Das ist Paulson, ich glaube, zu viele Köche verderben den Brei. New brass. Pain in the ass. Kid asked too many questions.
Der Junge stellt zu viele Fragen. Der neue Captain geht mir auf den Keks. Viele Vorgesetzte bedeutet leider nur eins, Komplikationen. Da hat er wohl recht. Also da muss ich dann doch nochmal ran. Ist ja schön nervig. Naja, wenn man kein Backup hat. Naja. Wird Captain Eisen auch dabei sein, Sir? Captain Eisen ist mit anderen Aufgaben betraut worden. Befehl der Konföderierten. Aber er kommandiert noch dieses Schiff. Seine neuen Verpflichtungen gestatten es ihm nicht, seine frühere Funktion zu erfüllen. Ich befehle jetzt dieses Raumschiff. Haben Sie ein Problem damit? Hat der Captain seine Pflicht nicht erfüllt? Über diese Personalentscheidung zu reden, steht uns nicht zu. Die Zeit wird knapp. Eine Mission wartet auf uns. Die Miliz der Grenzweltler hat es gewagt, ein sehr wichtiges Weltraumlabor in diesem System zu besetzen. Sie fliegen als Erste los und greifen die feindlichen Verteidigungsschiffe an. Ein Transporter mit Bodentruppen wird landen. Geben Sie ihnen Deckung, bis Sie den Rückzugsbefehl erhalten. Es ist absolut unerlässlich, dass wir das Labor von diesen Verbrechern zurückerobern. Wir werden uns nur mit einer Erfolgsmeldung zufrieden geben. Ich bin mir sicher, die Konföderation kann sich auf Sie verlassen können. Wegtreten. Ja, blöd, dieses Dateiengeschmeiße, dass das nicht so richtig hinhaut. Jedenfalls nicht ganz so einfach. Aber ich bleib da dran. Da ist halt ein wenig Arbeit nötig. Ich will das vernünftig auf Deutsch kriegen, ja. Ich hatte es schon mal. Muss ja nochmal möglich sein hier. Schadensmeldung geben. Bisher keine Probleme, Sir. Genügend Feinde, um Zielschießen zu üben. Ja, dann wollen wir Zielschießen üben. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Aber ich wollte jetzt eigentlich nicht auf Anfänger spielen, sondern Veteran. Sonst ist das ein bisschen zu easy hier. Feindziel zerstört! Boah, ein bisschen Action hier. SOS! Was geht da ab hier? Lass mich mit euren Raketen zufrieden. Feindziel zerstört! Holy shit! Boah. Wieso ist das so schwierig? Kann ich aber anders in Erinnerung. Feindziel zerstört! Danke für die Vorarbeit, Colonel. Wir landen jetzt. Ja, dann macht mal. Ab hier. Ja, Primal ist gut. Wie sollen wir mit den Raketen fortbleiben? Ups. Heieiei. Dauert das einen Augenblick? Schadensmeldung geben. Bisher keine Probleme, Sir. Könnten noch mal Gegner auftauchen zwischendurch? Da sind sie auch schon. The
Das gibt's dann nicht. Ja, komm, dann wiederholen wir den Einsatz. Voll drauf geflogen auf das Ding. Ab dafür. Und nochmal, weil es so schön war. Genügend Feinde, um Zielschießen zu üben. Ja, dann mach das Zielschießen. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Weil ich wieder Raketen im Hals kriege. Avenger Ace, kann ich erstmal schnappen. Nein! Nein! Feindziel zerstört! Der kachelt mir nicht sonst verkehrt noch. Feindziel zerstört! Danke für die Vorarbeit, Colonel. Wir landen jetzt. Ja, dann landet man. Da kommen die Nächsten. Das ist ein Bunker. Was zur Hölle? Nein! Nein! Mich auf mich alleine gestellt, ist ja auch super. Oh yeah! Ja, da kommt Freude auf. Ja los, da kommen noch zwei, ich weiß es ganz genau. So schwierig hatte ich das nicht in Erinnerung. Aber gut. Ach, hier ist doch irgendwo sein Boiler sitzt da. Da, in der Mitte vor mir. So, super. Ja, und Ace auch noch. Ach, du, dann. Corona Blair am Siegen hier. Ja, das gleich hier, oder wie sieht's aus? Mit einem höheren Schwierigkeitsgrad hat man sich die Kämpfe vielleicht länger überlegt. Weiß ich nicht, aber so gut bin ich nicht. Ach ja. Bin mal gespannt, wie dann nach dem Stream dann das Videobild ist. Dieser Schrotthaufen gehört uns, Colonel. Ja, wir machen jetzt weiter. Mission abgeschlossen. Benötige Landeerlaubnis.
Captain Paulson übermittelt Ihnen hiermit seine Glückwünsche. Ja, dann soll er das mal machen. Sie dürfen jetzt landen. Was würden Sie dazu sagen, wenn wir zwei... Guten Abend, hier spricht Barbara Miles von den TCN Nachrichten. Mein Gesprächspartner ist heute Admiral Torwin von der SRA. Unser Thema sind die steigenden Spannungen zwischen den Grenzwelten und der Konföderation. Die Union der Grenzwelten, wie sie sich jetzt selbst nennen, hat erklärt, dass sie mit der Konföderation in Frieden leben will. Aber, dass sie die Gesetze der Konföderation nicht länger als bindend ansehen. Daraufhin hat der Große Rat angeordnet, dass sich die Raumschiffe der Grenzwelten nicht mehr ohne Militäreskorte im Territorium der Konföderation aufhalten dürfen. Wir schalten jetzt live zu Admiral Torwin in die Zentrale der Konföderation. Admiral? Hallo Barbara, guten Abend meine Damen und Herren. Seit Wochen werden Mitglieder der Konföderation bei der Ausübung von legitimen Weltraumoperationen angegriffen. Dabei werden viele Menschen umkommen, die unschuldig sind. Das Chaos ist vorprogrammiert. Um diese Verbrecher zur Strecke bringen zu können, ist es nötig, Raumfahrzeuge, die unter einer fremden Flagge fliegen, zu kontrollieren. Admiral, können die Union der Grenzwelten und die Konföderation zu einer Einigung kommen? Aber Barbara, was bleibt uns denn für eine andere Wahl? Vielen Dank, Admiral. Bitte. Und jetzt die Ergebnisse des Galaktischen Cricket Cups. Das sind ja nette Aussichten. Nicht geschlafen. Gute Nacht. Du solltest dich auch aufs Ohr legen. Bist du spät? Noch kurz rüber. Gute Nacht. Na ja. Torwin hat recht. Die Konföderation muss mit allen Mitteln für Recht und Ordnung sorgen, sonst spielt doch jeder da draußen verrückt. Die Grenzwelten hat man seit Kriegsende schlecht behandelt. Diese Militäreskorte wird die Lage nur noch verschlechtern. Was? Die sollen froh sein, dass sie nicht unter der Herrschaft der Kilrathi leben müssen. Viele Leute glauben, es ist ihnen zu verdanken, dass wir lang genug durchhielten, bis der Colonel die Kilrathi vernichtete. Ihre Farm in Nephil liegt nahe den Grenzwelten. Sind sie auch für die Militäreskortenpflicht? Confed's abusing their authority. Konföderation muss hart durchgreifen, die Konföderation geht so weit. Das Weltall ist groß. Es ist schwer, alle unter einen Hut zu bringen. Sehen Sie, die Konföderierten halten die Zügel seit 40 Jahren in der Hand. Das geben sie nicht so leicht auf. Haben Sie Captain Eisen gesehen? Er hält sich im Hintergrund. Ich kann's verstehen. Tja. Gucken wir noch mal nach Captain Eisen. Ja, herein. Ah, Colonel. Schön, Sie zu sehen. Jetzt haben Sie endlich mehr Zeit für Ihre Post. Captain Paulson hat neue Befehle erwähnt. Ich warte auf meine Versetzung. Über neue Befehle weiß ich nicht. Ach, ich bitte Sie, Sir. Jemand wird diese unsinnige Entscheidung rückgängig machen. Die Konföderation hat sich sehr verändert. Ein Schiff zu kommandieren ist heute nicht mehr das gleiche wie früher. Wer weiß, vielleicht tun Sie mir damit einen Gefallen. Ich weiß Ihr Mitgefühl zu schätzen, Colonel. Sagen Sie der Crew, der alte Mann freut sich auf neue Aufgaben und Pflichten. Ja, Sir. Da ist ja wohl einiges komisch, ne? Naja. Schauen wir mal, wie der Spaß weitergeht hier. Sie haben ausgezeichnete Arbeit geleistet, Colonel. Danke, Sir. Die Befreiung der Biochemikerin war ein wichtiger Schritt zur Verwirklichung der Konföderiertenpläne. Aber es stehen noch mehr Aufgaben an.
Wie vorauszusehen war, hat die Union der Grenzwelten den Beschluss der Konföderierten ignoriert. Im Moment nähern wir uns einem ihrer illegalen Konvois. Es sind Militärraumschiffe, die sich ohne eine konföderierten Eskort im Territorium der Konföderation aufhalten. Sie haben den Umkehrbefehl ignoriert und auf die konföderierten Streitkräfte geschossen. Sie sind eine große Bedrohung. Ihre Anwesenheit darf nicht länger toleriert werden. Wir lassen Ihnen noch eine Warnung zukommen. Wenn Sie dann immer noch nicht kooperieren, ist es Ihre Aufgabe, das Interdikt durchzusetzen mit allen Mitteln, die Sie zur Verfügung haben. Wegtret! Jawohl. Pilot ist fahnenflüchtig, offenbar war unbekannt. Ja, da ist doch schon einiges schräg hier, ne? Gibt mir Vagabond als Flügelmann. Schiffe der Grenzweltenunion. Sie verstoßen gegen das Konföderierten-Edikt 4992. Dies ist die letzte Warnung. Kehren Sie um und verlassen Sie das Konföderierten-Gebiet oder warten Sie auf unsere Eskorte. Sie haben illegal ein Weltraumlabor der Grenzwelten besetzt. Wir denken nicht daran, den Anordnungen von Verbrechern zu folgen. Joa. Lösen und feuern! Zeit, mein Gott! Dann lasst es. Ich bin Leitpartner, aber ich steige jetzt aus. Was zur Hölle? The Confederation. Warum zum Geier ist das so krass schwer? Da bleibt mir nur der einfachste Schwierigkeitsgrad gerade, wa? Ist ja übel hier. Ich mag's mir hier gerade einfach machen. Denn normalerweise kann man auf so einen großen Träger ein Torpedo draufhauen und dann. Achtung, Schiffe der Grenzweltenunion. Sie verstoßen gegen das Konföderierten-Edikt 4992. Dies ist die letzte Warnung. Kehren Sie um und verlassen Sie das Konföderierten-Gebiet oder warten Sie auf unsere Eskorte. Sie haben illegal ein Weltraumlabor der Grenzwelten besetzt. Wir denken nicht daran, den Anordnungen von Verbrechern zu folgen. Lösen und feuern! Zeit, meinen Soll zu verdienen! Einer weniger! Hat er einen weggepunktet? Einer weniger! Ja, Leute, komm! Machen wir kurz ein paar dafür. Shit. Das ist auch einfach eine Erinnerung. Ja, Torpedo drauf. Und ab dafür. Achtung an alle konföderierten Jäger. Wir kapitulieren hiermit. Und verlassen ohne weitere Verzögerungen das Megasystem. So. Mission abgeschlossen. Kann ja eigentlich nicht so krass schwer sein, oder? Oder eben auch doch. Landeerlaubnis. Captain Paulson ist mit Ihrer Leistung zufrieden, Colonel. Meine Glückwünsche. Sie dürfen jetzt landen. Dann landen wir mal. Cat Scratch. Darf ich Sie etwas fragen? Ja, was gibt's denn? Der Angriff auf diesen Konvoi. Fangen so Kriege an? Ein Vergleich ist die beste Antwort. Kriege sind wie Bomben. Die Zündschnur brennt, bevor sie den eigentlichen Knall hören. Manchmal ist die Zündschnur ziemlich lang. Wussten Sie, dass ich ein Grenzweltler bin? Nein. Ich dachte, Ihr Geburtsort wäre die Erde. Ich wurde dort erzogen. Meine Eltern waren Grenzweltler der dritten Generation.
Sir, ich habe damit Probleme, ob diese Missionen gerechtfertigt sind. Kids got a point. Who's he to question Khan? Bildet er sich ein, Kids got a point. Junge hat recht. Ja. Im Dunkeln zu tappen kann ich auch nicht ausstehen. Ist einiges schräg, ne? Es ist schwer, eine Entscheidung zu fällen, wenn man nichts in der Hand hat. Captain Paulson ist auch keine Hilfe. Vielleicht verheimlicht mir Eisen etwas. Ja. Ich werde ihn jetzt gleich aufsuchen. Ja, gucken wir mal nach Captain Eisen. Ja, herein. Ah, Colonel. Ich verschwinde bald und möchte nicht, dass daraus ein großes Ereignis gemacht wird, Colonel. Ja, Sir. In letzter Zeit haben einige Männer Zweifel an den Missionen, die sie für die Konföderation fliegen. Oh. Während des Krieges gegen die Kerathi war alles viel einfacher. Die Loyalität zur Konföderation war nicht schwer zu wahren. Ich weiß auch warum. Es gab keine Alternative. Jetzt, da der Krieg vorbei ist, kommen einem schnell Zweifel. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal gegen meine eigene Rasse antreten muss. Die Menschheit wird immer Machtkämpfe austragen, Colonel. Das Regime der Konföderierten ist bestimmt nicht perfekt, aber denken Sie immer daran, dass Sie die treibenden Kräfte für unseren Sieg waren. Die Konföderation hat die Menschheit vereinigt, wie es noch keine Institution zuvor getan hat. Und das ist unser wichtigstes Ziel. Ja. Die Frage ist nur, wie erreicht man dieses Ziel am besten? Also dann. Colonel, ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen ein langes und glückliches Leben. Es war mir eine Ehre und eine Freude, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Vielen Dank, Sir. Oh. Da ist was verdammt nochmal schräg, ne? Hallo, Maniac. Was? Du mich auch, Kumpel? Einige Typen hier, die sind nicht gerade sehr freundlich. Ach, was sonst. Wie lief's mit der Biokonvergenzchemikerin? War sie freundlicher oder war's mir ein Eigentor? Wie soll ich sagen? Achtung! Das Personal unter Sicherheitsstufe 5 muss sofort das Flugdeck verlassen. Bis auf Weiteres ist das Flugdeck nur mit Genehmigung zu betreten. Wenn das so weitergeht, ist ein Passierschein fürs Klo nötig. Wer kommt denn da an Bord? Keine Ahnung. Naja, ich bin hier unerwünscht. Ich ziehe am besten Leine. Über diese Enttäuschung kann mir nur ein Schluck in der Bar hinweghelfen. Kommen Sie mit? I don't feel like spending ich habe keine Lust, im Knast zu landen. Ich muss nachsehen, was hier vorgeht. Ich werde hier bleiben. Paulsen sieht nicht so aus, als wäre mit ihm zu spaßen. Ich werde Sie im Knast besuchen. Wer weiß, vielleicht handelt es sich ja um eine neue Biochemikerin, die gerade an Bord eintrifft. Na dann, viel Spaß. Moin.
kam mir sehr gut bekannt vor. Damit haben wir nicht gerechnet. Es hat sich nicht so entwickelt, wie wir erwartet hatten, Captain. Dies ist ein Notfall. Colonel Blair, report to the Meine Herren, wir sind in einer kritischen Situation. Captain Eisen hat ein Shuttle gestohlen und die Lexington verlassen. Und was waren seine Gründe? Wir vermuten, dass er bereits seit längerem dem Geheimdienst der Grenzwelten interne Informationen zukommen ließ. Deshalb wurde er auch seines Kommandos enthoben. Wir hatten gehofft, dass wir ihn ohne großes Aufsehen festnehmen und aus dem Verkehr ziehen können. Er muss gewusst haben, dass wir ihn entlarvt hatten. Fliegt Captain Eisen persönlich das Shuttle? Nein, tut er nicht. Der Captain ist in Begleitung. Anscheinend hat er Unterstützung von Major Todd Marshall. Maniac? Es tut mir leid, ich weiß, wie schwer das für Sie ist. Schließlich waren Sie ja alte Kameraden. Aber es handelt sich hier um ein fatales Sicherheitsvergehen. Falls die Spannungen zum Krieg führen, kann uns Captain Eisen durch das Weitergeben von Daten schwer schaden. Die Konföderation hat Sie noch nie dringender gebraucht. Kennen wir Ihren Kurs? Unglücklicherweise ist uns das Ziel, das die Verräter anfliegen, nicht bekannt. Ich habe Ihnen diese Flügelmänner zugeteilt. Ihre Flieger sind startklar. Sie müssen William Eisen zurückbringen. Sir, da Captain Eisen diesen Schritt unternommen hat, ist es unwahrscheinlich, dass er freiwillig... Tun Sie, was Sie für nötig halten können. Captain Eisen darf auf gar keinen Fall in den Grenzwelten ankommen. Er muss mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln daran gehindert werden. Sie dürfen wegtreten. So. Können wir nichts einstellen und ab geht die Post, ja? Ich schieße nicht auf den Captain. Ich gehe mit ihm. Sind Sie dabei? Ich bin kein Verräter. Flieg allein weitergebaut. Ich bin da. Boah, der schießt mich direkt ab, oder was? Ich dachte Rakete. Holy shit. So ein Drecksack, ey. Das gibt's doch nie. Soll ich das machen? Auf den Captain. Ich gehe mit ihm. Sind Sie dabei? Ich bin kein Verräter. Flieg allein weitergebaut. Ich bedauere zutiefst, was ich jetzt tun muss, Colonel. Lösen und angreifen! Los geht's, Colonel! Lösen und angreifen! Minor geht jetzt dran! Verdammt! Ich steige aus! Ja, mit Vagabond ist nicht zu spaßen. So ganz und gar nicht. Lösen und angreifen! Los geht's, Colonel! Meine hat er gerade kaputt gebrüllt. Junge, Junge, Junge. So krass schwer. Ab in den Müll mit dir. Sieht ganz so aus, ne? Ist ja übel. Ist ja quasi unspielbar. Der Status? Mir geht's gut, Colonel. Wieso greift er nicht an? Was soll denn der? Lösen und angreifen! Los geht's, Colonel!
der Status? Mir geht's gut, Colonel. Ich bin aus... ausgestiegen. Naja. Mal stelle ich das aber nochmal wieder zurück. Kann nicht sein, dass das so krass schwer ist. Colonel, melden Sie sich auf der Lexington, und zwar sofort. Wir wissen jetzt, wo Eisen ist, Colonel. Dieser Kerl wird doch von uns hören, das können Sie mir glauben. Ja, dann ist ja gut, dann geht's ab hier. Ich bitte um Landeerlaubnis. Sie dürfen landen, Colonel. Dass das so krass schwieriger ist wie Wing Commander 3, hatte ich jetzt so nicht in Erinnerung, aber gut. Weil so eine etwas größere Entscheidung. Wir hätten auch mitgehen können. Aber dafür gehen wir später mit. Dadurch haben wir halt andere Missionen. Ich bin stolz, Männer wie Sie zu kommandieren. Ich schätze Ihre kühnen Versuche, diese Verbrecher zur Strecke zu bringen, und ich garantiere Ihnen, dass wir Erfolg haben werden. Colonel? Sie ordnen Ihre persönlichen Wünsche der höchsten Pflicht unter und dienen der Konföderation. Ihre Bemühungen werden nicht umsonst sein. Eisen wird dafür bezahlen. Und denn? Aber mich wurmt, dass das jetzt nicht richtig gepatcht ist. Das heißt, ich kümmere mich da erstmal drum. Sonst nervt mich das die ganze Zeit weiterhin.